Gut, also hier drüben gibt es anscheinend sonst nicht viel. Dann gucken wir doch mal rüber zum Therapeuten. Da gäbe es nur den Arzneischrank, den brauchen wir auf jeden Fall. Ey, geil! Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Okay, also für Rufus besteht dann keine Hoffnung mehr. Nee, für Rufus nicht. Ich hätte gerne eine Therapiesitzung. Das geht nicht so einfach. Sie brauchen eine ärztliche Behandlung. Muss das wirklich sein? Mein Hausarzt ist nicht gut, auf mich zu sprechen. Als ich zuletzt bei ihm war, hat er mich ins Gefängnis gesteckt, weil ich Feuer im Rathaus gelegt habe. Aha, Sie sind richtig hier. So viel steht fest. Aber Sie müssen sich erst eine Überweisung besorgen. Na gut. Und ich besorge mir derweil einen größeren Notizenblock. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal als nächstes runter zum Barry und das mit dem Therapeuten machen wir später. Ja. Ja, man stöhnt. Ja, klar, ne? Da ist jemand an der Tür! Was drückst du denn so schnell? Ich hab nichts gemacht. Das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat und du bekommst dein Foto. Einverstanden? Das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. Das ging mir nämlich ein bisschen zu schnell eben. Ja, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und? Hast du schon ein Motiv gefunden? Tausend. Da sollte man nicht zerstürzen. Wenn sich Barry gut anstellt, darf er irgendwann mal meine Biografie abgeben. Also ich glaube, wenn ich das jetzt so richtig schnell mitgekriegt habe, sitzt er halt hier traurig, weil er keine gute Story abgeliefert hat. Irgendwie. Ja, genau. Das hier unten gehört zusammen. Das ist sein Chefredakteur. Genau. Und er sollte eigentlich was abliefern, hat aber nichts. Und jetzt sollen wir ihm was besorgen quasi. Richtig. Jetzt gucken wir doch mal genau. Was wir hier finden, hier unten. Irk, wie in irgendwo für wird man das ja wohl gebrauchen können. Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Das große Irk. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nein, wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyrklauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Ich glaube, Toni hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Coverstory ging es um Zentauren und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder. Ja. Okay, mein Fuck. Keine weiteren Fragen. Ich sag nur Toni und Zentauren. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Den Chefredakteur würde ich noch ansprechen. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Okay, das wird wohl nicht. Gut, so, also, was haben wir? Papier, Irk, Druckerschwärze. Was ist denn das da? Fingerfokus. Ach, stimmt ja. Ich brauche noch ein geeignetes Motiv für eine Heldentat. Immer diese Subquests. Okay. Ja, das können wir uns aber jetzt erstmal sparen, glaube ich. Gut. Hier unten ist nix. Schade. So, jetzt sind wir rausgegangen. Therapiepraxis, Redaktion, Strickladen. Ach so, sonst müsste man hier außen rumrennen. Ach, das sind drei Eingänge. Ja. Ah, okay. Gut, dann da... Therapiepraxis! Wir haben die ärztliche Überweisung doch. Ja, stimmt. Dann... So. Ich habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Tja, das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Einfach nur hinlegen, okay? Schon gut. Also gut, beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Du? Ich? Moment. Wer möchte? Das mache ich jetzt bitte. Okay. Ich habe da diesen Freund. Ich habe da diesen Freund. Ein Freund. So. Ich verstehe. Was fehlt ihm denn? Ich weiß auch nicht. Er liegt den ganzen Tag nur rum und tut nichts. Nun,
Was sollte er denn Ihrer Meinung nach tun? Na, sich nützlich machen. Die Welt retten und so. Die Welt retten? Meinen Sie nicht, dass das für einen Menschen etwas zu viel verlangt ist? Na klar, es ist quasi unschaffbar. Aber das hat uns ja früher auch nicht aufgehalten. Es war immer knapp, aber ausgerechnet jetzt, kurz vor dem Ziel. Batsch, Ofen aus. Tote Hose. Nun, ich kann Ihren Freund gut verstehen. Das ist ja ein enormer Druck, der da auf ihm lastet. Wahrscheinlich hat er Angst. Ja, aber natürlich. Das würde zu ihm passen. Außen Störtebeker, innen Schlotterhose. Und vollkommen zu Recht, wie ich finde. Die Welt retten, das ist eine riesige Verantwortung. Er kann sich ja nicht dreiteilen. Exakt. Im Gegensatz zu mir. Ganz genau. Wie bitte? Mir ging es ja auch ziemlich mies, als es mich nur einmal gab. Warten Sie mal, ganz langsam. Was allerdings hauptsächlich an dieser stressigen Wiederauferstehung lag. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet hatte. Okay. Eins nach dem anderen. Warum erzählen Sie mir nicht einfach ein wenig von sich selbst? Jetzt ist er total überfordert. Ja. Okay. Okay. Okay, fangen wir ganz oben an. Ja. Ich habe oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wozu? Na, zu allem halt. Zu Deponia. Sie wünschen sich also, mehr integriert zu sein. Um Gottes Willen, nein. Ich will einfach nur weg. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha. Apropos, bevor du weitermachst. Ja? Das ist ja immer noch eine Frage, die mich sehr brennend interessiert. Wieso ist Rufus auf Deponia? Weil ich meine, wenn er einer dieser Prototypen ist, was macht er dann auf Deponia? Das wurde bis jetzt noch nicht geklärt, ja. Eben. Es wird aber geklärt werden. Weil, ganz ehrlich, bei Cletus und bei Argus wissen wir auch nicht genau, warum sie das sind, was sie sind. Naja, sie sind ja eigentlich die Prototypen für den Organon und dann ist es irgendwo klar, dass sie, weil das ja wahrscheinlich... Ja gut, Argus macht Sinn, Cletus irgendwie auch, okay, stimmt, dann ist... Weil das ja, weil der Organon ja mehr oder weniger durch die Elysianer erschaffen wurde, als Wachtruppe, ist es irgendwo verständlich, dass die auch dazu hingehören, aber wie hat es Rufus halt dahin verschlagen? Zumal ja eigentlich... die Elysianer, oh Gott, jetzt habe ich den Namen verdreht, gar nicht wissen oder nicht bedingt wissen, dass es da unten noch Leben gibt. Wir werden es wahrscheinlich noch erfahren. Ne? Wollen wir hoffen. Ich habe Angst davor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel? Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie Sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um Ihr Innenleben zu beschreiben. Was setze ich da rein? Ach, ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Mich plagen Schuldgefühle. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sie Ihre Freundin getötet haben? Das sagten Sie doch vorhin, oder? Ja, na, das passt schon. Immerhin habe ich sie ja wiederbelebt. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie in die Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Ich glaube, der geht sich nachher selber erhängen. Ganz ehrlich, dieser Therapeut tut mir gerade leid. Weil wir wissen, was es mit all diesen Äußerungen auf sich hat. Ja. Aber der Typ, der muss sich doch gerade echt denken, was habe ich hier gerade für einen Fisch an der Angel? Aber vor allem, aber ganz ehrlich, das ist wirklich so bekloppt, dass man gar nicht glauben kann, dass es dort war passiert. Ja, das ist ja der Punkt. Aber wie gesagt, es würde mich auch nicht wundern, wenn der Typ gleich rüber zum Strickladen geht und sagt, so, jetzt brauche ich einen. Ja. Gucken wir mal weiter. Mich quälen Versagensängste. Es ist noch so viel zu tun.
Und so wenig Zeit. Und mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken Sie eigentlich noch ganz entspannt. Ach so, Sie denken, ich rede von mir. Nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber manchmal ist die beste Lösung, einfach zu kapitulieren. Wäre das denn wirklich ein Weltuntergang? Ja, hören Sie mir überhaupt zu? Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja, er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Aha. Geil! Geil! Einfach nur geil! Wie der das halt, ich stell mir das echt gerade vor. Ich bin so vor meinen Schöpfer getreten und er musste sich wegen mir umbringen. Ja, ganz ehrlich, die Beschreibung war ja eigentlich geil, ne? Erst war alles ein Albtraum, dann Licht, dann bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Selbst diese Sache mit, er heißt Hermes und ist eigentlich ein cooler Typ, war ja alles noch okay, ja, ne? Aber dann dieses, leider musste er sich für mich umbringen. Geil. Das ist so geil. Ja. Stell dir mal vor, Gott, du triffst Gott da oben vor dem jüngsten Gericht. Und er sagt, Alter, ich muss mich erhängen oder umbringen. Das hier könnte jetzt interessant werden. Ja. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Das wäre jetzt interessant. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, dass ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Aha. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Oh nein, ganz im Gegenteil. Tja, also ganz ehrlich, da ist für mich schon wieder so ein Punkt. Ja? Ich meine, Hermes hat ja damals erzählt, mit Hilfe dieser Nukleinsäure kann man ja dieses Wachstum beschleunigen. Anscheinend wurde das zumindest bei diesem Klon nicht getan. Ist eine gute Frage, ja. Weil er sagt ja etwa 3 oder 4, ne? Oder 3 vor. Das ist alles noch so ein bisschen schleierhaft. Ob die anderen auch normal aufgewachsen sind? Oder ob sie schon erwachsen waren? Gute Frage, aber das wissen wir halt nicht. Ich meine, das erinnert mich so ein bisschen an... Vor allem, überleg mal, diese Erinnerungen können... Also, obwohl, die Erinnerungen, die er gerade erzählt hat, die sind wahrscheinlich wahr. Ja. Die hat er wahrscheinlich wirklich erlebt. Weißt du, an was mich das so ein bisschen erinnert? Woran? Die Geschichte mit Jango und Boba Fett aus Star Wars und den Klonkriegern. Stimmt. Quasi, es gibt einmal die schnell gezüchteten, die halt innerhalb weniger Wochen... erwachsene Reife haben und dann gibt es natürlich Boba Fett, der das nicht bekommt, damit er wie ein normaler Mensch aufwächst, mehr oder weniger. Vielleicht war er wirklich der Prototyp, den Hermes im wahrsten Sinn des Wortes natürlich hat heranwachsen lassen. Aus welchem Grund auch immer. Wobei dann die Frage bliebe, Cletus empfindet sich selbst ja auch als Individuum. Ja. Ist er vielleicht auch auf... Vielleicht ist er auf Elysium auch normal aufgewachsen. Die Frage ist nur... Und Argus... Argus war wahrscheinlich wirklich... keine Ahnung, das ist halt das, was ich meine. Die anderen Leute vom Organon, die anderen Soldaten... Und das sind Kopien. Da sind wir uns einig. Das sind Kopien und Klone in Massen. So wie bei Star Wars mit der Klonarmee. Im Prinzip, genau, mit der Klonarmee, richtig. Und die drei sind aber wohl Spezialfälle. Und jetzt ist halt nur die Frage... Sind sie alle normal aufgewachsen? Ich würde vermuten, ja. Vielleicht ist wirklich der eine beim Organon, der andere auf Deponia und der letzte als Elysianer aufgewachsen. Ja, aber eigentlich ist Argus, glaube ich, Argus ist
eigentlich das Original vom Organon selber. Sag doch der erste Prototyp. Ja. Der Organon entstand. Ich habe noch eine bessere Idee. Nein. Andersherum. Rufus war der erste. Mhm. Cletus war der zweite. Und Argus war der dritte. So in der Reihe, also von den Lebenden. Es gab mit Sicherheit dann noch welche dazwischen, aber die sind ja alle nicht mehr da. Ne? Ja. Hat Hermes ja auch angedeutet. Ja. So. Das heißt, wir haben mehrere Prototypen, von denen drei am Leben geblieben sind. So. Und weil das, vielleicht hat das bei Rufus und Cletus nicht mehr über sich gebracht, sie zu töten. Und hat sie deswegen irgendwo hingetan, wo sie in Ruhe aufwachsen können. Und Argus war der erste, wo es wirklich geklappt hat und der dann der Prototyp für den Organon wurde. Mhm. Und deswegen ist er auch der Subanführer unter Ulysses. Und ich glaube, Ulysses spielt da auch noch eine entscheidende Rolle. Ja, aber das werden wir alles erst noch erfahren, weil das ist alles noch nicht so sicher. Ja. Sicher ist, er ist aufgewachsen. Ja. Auf Deponia. Und er ist ein Prototyp. Die anderen zwei sind auch Prototypen, aber von denen wissen wir nicht, was mit denen ist. Mhm. Allerdings würde ich vermuten, Cletus ist auch normal aufgewachsen. Nur bei Argus bin ich mir nicht sicher. Bin ich mir auch nicht sicher. Obwohl er wirkt auch ziemlich... Individuell. Individuell, ja. Menschlich kann man... Nur diese Soldaten machen den Eindruck, als könnten sie wirklich in Reihe gezüchtet worden sein. Weil da muss ich ja auch wieder ein bisschen an Star Wars denken. Da gibt es ja auch diese Klone, die quasi einen Namen bekommen, die Truppenanführer sind, die quasi auch so eine Art... Du meinst die Klone, die in Spezialtrupps sind? Ja, genau. Die quasi auch eine gewisse Individualität entwickeln. Ich weiß, was du meinst. Es gibt bei den Klonen immer die ganz unten, die nur eine Nummer haben. Mhm. Dann gibt es die Klone, die schon Anführer sind. Die haben dann, glaube ich, schon einen Namen. Ja. Und dann gibt es noch die Klone, die in diesen Spezialeinsatztrupps eingesetzt werden. Und die haben alle einen Namen. Na, ich meine jetzt diese Truppenanführer hier, Cody und Rex. Das meine ich ja. Es gibt einmal die regulären Truppen, die haben eigentlich alle nur eine Nummer. Mhm. Nur die Leute, die da quasi sich hervorgetan haben, die einen höheren Rang bekleiden, haben da einen Namen. So habe ich das bis jetzt zumindest verstanden. Wenn man nämlich... Bei den Spezialeinsatztrupps hat immer das ganze Team eigene Namen untereinander. Aber die sind halt eigene Namen. Ja, aber wenn ich mir jetzt, von den Spezialtrupps kenne ich die ja nicht so, aber wenn ich jetzt... Ja, du musst das Spiel, es gibt so ein Spiel, ich weiß nicht, wie das heißt. Man muss dieses Spiel gespielt haben, da kriegt man das relativ gut mit. Na, ich habe jetzt so ein paar Folgen von Star Wars Clone Wars geguckt, von der 3D-Serie. Ja, okay. Ja, da ist ja wirklich nur so, da sind ja nur, ich sag mal, die Anführer, die einen Namen haben. Da hat man ja Commander Cody, Commander Rex und sowas. Cody kennt man ja auch noch aus Star Wars Episode 3. Ja. Der ist ja da der eine gewesen. Und selbst wenn man diese Figuren dort miteinander vergleicht, die haben ja alle eine unterschiedliche Persönlichkeit. Das meine ich nämlich. Das kann ja durchaus irgendwie so sein, ne? Dass die sich dadurch ja alle so unterschiedlich entwickeln. Und deswegen sage ich, Argus... Es ist ja so. Entweder ist Argus wirklich erwachsen gewesen, als er da rauskam, oder aber er ist auch wirklich aufgewachsen, weil er ja eine gewisse Persönlichkeit entwickelt hat. Darauf wollte ich heraus. Bei den Klonen ist es ja so, im Prinzip kann man ja sagen, je länger sie überlebt haben, desto individueller werden sie. Ja. Deswegen sind die am längsten überleben, die das meiste geleistet haben, entsprechend ja auch schon aufgestiegen und haben einen eigenen Namen. Und so ungefähr muss man sich das ja dann hier auch vorstellen. Es gibt diese individuellen Prototypen und es gibt die Massenfertigung. Und meine Vermutung ist halt, dass diese individuellen Prototypen, die sind alle einzeln aufgewachsen. Ja. Und als Argus, was weiß ich, ausgewachsen war, dann wurde er als Ursprung für alle Soldaten des Organon genommen. Mhm. Und die anderen beiden sind Prototypen, die man nicht als Vorlage für die Soldaten benutzt hat. Die Frage ist halt nur, warum ist einer auf Deponia aufgewachsen, einer ist Elysianer und bei... Argus weiß ich es jetzt nicht, aber da er für den Organon arbeitet, würde ich jetzt behaupten, ist er entweder im Organon aufgewachsen oder auf Elysium. Da ist aber die nächste Frage, gab es den Organon vor Argus schon?
Ich glaube nicht, das ist ja meine Vermutung. Also, ja, deswegen. Ich denke, der Organon, so wie es ihn heute gibt, den gab es vorher so nicht. So nicht, aber gab es denn Truppen? Es gab Ulysses und es gab mit Sicherheit auch Truppen, aber das waren eben nicht die Truppen von heute. Und wahrscheinlich hat irgendwann Ulysses gesagt, oder wer auch immer, wir brauchen mehr Truppen. Und dann wurde... Und wir wollen kein wertvolles Menschenleben verschwenden, sondern... Genau, wir brauchen Truppen. So, und dann hat dieser Hermes wahrscheinlich für ihn diese Prototypen entwickelt. Und der Argus, der wurde dann als Prototyp quasi ausgewählt, um als Vorlage für die Organon-Truppen zu dienen. Mhm. Die Frage ist halt nur weiterhin, warum ist einer der Prototypen nach Elysium gekommen? Warum ist einer der anderen Prototypen nach Deponia gekommen? Ja. Und das werden wir erst am Ende rausfinden. Wollen wir es hoffen. Also da kommt noch was auf uns zu, Leute. Das wird spannend. Aber dass man aus diesem Spiel so viele Parallelen ziehen kann. Das ist schön, dass man darüber reden kann. Es ist aber, ja, aber es ist halt einfach so, dieses Spiel ist so, das ist aber bei... Tiefgründig. Es ist unglaublich tiefgründig und es ist aber dann unvermeidlich, wenn es so tiefgründig werden soll, dass du irgendwo Parallelen zu anderen Sachen hast. Ja, ich meine, was hat sich Poki, also er ist ja der quasi den Hauptteil da geschrieben hat. Creative, der kreative, geisteskranke Kopf. Ja. Der mit Strawberry Cake auf einer Pianomatte spielt. Richtig. Hast du das gesehen? Ja. So geil, ne? So versucht, oh, was macht ihr denn hier? Oh, wie plötzlich. Oh, du sitzt da. Oh, hier liegt eine Pianomatte. Ja, schön. Das ist halt Poki. Poki ja, ist vom Eindruck her, Poki ist halt gerade so viel Kind geblieben, dass er diese... Ja. Fantasie und diese Verrücktheit halt noch hat. Dass er das machen kann, dass er wirklich diesen Spaß hat. Und nicht so bierernst. Es gibt ja wirklich Leute, die sind bierernst, wo du das nicht machen kannst. Und, ach, ja. Schön. Zum Glück ist das in der Spieleindustrie so, in der Spieleindustrie, wenn man jetzt mal die Leute, die ganz weit hinter den Kulissen arbeiten, mal weglässt, ja. Aber alle Leute, die an den Spielen irgendwie beteiligt sind, die haben alle irgendwo so ein kleines inneres Kind. Ja. Poki sonst würden sie halt wahrscheinlich nicht machen. Poki ist halt einfach so ein Beispiel, dessen inneres Kind ist halt sehr groß und mit einem recht hohen Grad an Verrücktheit gepaart. Ich habe mir ja auch jetzt im Zuge dessen nochmal diesen schnellen Rundgang durch das Dedelic-Studio angeguckt. Ja. Und da musste ich ja auch feiern, weil fast in jedem dritten Büro saß ein Poki irgendwo. Er ist nämlich hinterher bzw. vorweg gerannt, hat sich dann ins nächste Büro gesetzt, hat dann da wieder gesessen, gewunken und all so eine Geschichte. Ich fand das so geil. Ja, das ist halt das, was ich meine. Ne? Poki ja. Ist halt das krass, das, ich sag mal, das Presse, das, ich sag mal, das Gourmetstück, könnte man sagen. Ja, er ist das Gesicht von Dedelic. Ja, genau, dieses innerhalb der Firma halt so dieses Aushängeschild. No. Aber das ist halt das, was ich in der Games-Industrie auch so geil finde. Selbst diese seriösen Leute in der Games-Industrie sind alle noch relativ locker. Mhm. So, ich würde sagen, weiter. Weil jetzt ist die goldene Frage, das mit dem Freund hatten wir ja schon. Ich bin nicht zum Quatschen hier, würde ich sagen, oder? Ja, oder Medikamente. Frage, weil das erste wird er uns nicht abkaufen, da wird das Ganze wieder in so eine Spirale führen. Mhm. Ich bin nicht zum Quatschen hier, oder können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Mach mal Quatschen erst. Okay. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Das ist ganz normal. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit etwas anderem anfangen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenheimer? Es ist ein Assoziationsspiel. Mit Karten. Ein Kartenspiel, sauber. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich bin der lässigste Typ überhaupt. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Okay. Dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Penis! Ich meine, los geht's. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild? Darf ich? Warte. Aha. Ja. Was sagst du? Ich sag, das bin ich, zusammen mit Goal of Elysium. Okay. Und
und das bereitet Ihnen keine Sorgen. Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen. Oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Aha, vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Huch! Was erkennen Sie hier auf? Also das Naheliegendste ist nicht da zu sehen. Nee, das Naheliegendste ist hier wirklich nicht. Ich meine, das ist ja eigentlich irgendwo ein wunderschöner Schmetterling. Oder nicht? Ich sag einfach eine bezaubernde Funkelelfe. Okay. Bitte was? Na, eine Funkelelfe, wie im Märchen. Aha. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur, die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Sie würden eine Funkelelfe nicht mal erkennen, wenn sie ihnen in den Hintern stiege. Okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Oh. Was erkennen Sie hierauf? Komm, das dritte. Es ist das dritte. Ja, aber absolut. Das ist ein Bild von mir auf der Titelseite. Mann des Jahres. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Wieso? Sie sind doch der in der Jux-Brille. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Ganz ehrlich? Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Komm, nochmal. Versuchen wir es mal. Moment, Moment. Ich will erstmal versuchen, in den Arzneischrank. Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Ja, komm, wir versuchen es einfach nochmal. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Na gut, bringen wir es hinter uns. Jetzt die Medikamente. Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium, während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Da werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Blöder Mist. Okay, ich versuch's jetzt mal mit dem Kartenspiel. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Das hatten wir? Dann sag ich mal das. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Tja, das hatten wir ja schon, zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Wir hatten die Funkelelfe, ne? Ja, du warst für Schmetterling. Ja. Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber egal. Machen wir einfach weiter. Ich glaube, er will, dass wir den Tod sehen. Die Zerstörung. Was erkennen Sie hierauf? Das bin ich, wie ich die Welt rette. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber egal. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an... Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie sollten es... Ich glaube, beim Rorschach-Test jetzt mal... Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Unter uns. Ich glaube, die Sache mit dem Rorschach-Test, die können wir nur verhauen. Momentan ist. Er muss irgendwas anderes sehen. Oder ja, wir müssen neue halt Karten. Wie sollen wir was anderes sehen? Karten können wir auch nicht austauschen, dass die hier irgendwo rum... Ich habe gerade eine kranke Idee. Ja.
Ich weiß zwar nicht, ob das passieren wird, aber ich fände es jetzt echt geil, wenn wir irgendeine seltsame Droge finden. Oder irgendwas, was in uns so einen seltsamen Zustand versetzt. Und dann wiederholen wir den Test und diesmal klappt alles. Und dann kriegen wir die Medikamente, um endlich Boso aus dem Bett zu kriegen.